Zu Gast bei mir ist heute Michael Müller, Vizepräsident des Brandenburgischen Radsportverbandes, vor allem aber auch einer der Hauptförderer des LKT-Teams und einer, der den Radsport in Brandenburg in den letzten Jahren sehr nach vorne gebracht hat. Heute haben wir gerade hier die Teampräsentation erlebt vom LKT und vom neuen Track-Team. Es gibt jetzt also zwei Schienen, Straße und Bahn. Ist das ein weiterer Schritt, um den Radsport in Brandenburg zu professionalisieren, Herr Müller? Ja, absolut. Wir haben ja schon seit einiger Zeit versucht, in beiden Bereichen konzeptionell zu arbeiten, zusammen mit dem Olympiastützpunkt, mit dem Landessportbund, auch mit der Landesregierung, haben in kleinen Schritten sowohl im Bereich Ausdauer, also LKT-Team, als auch im Bereich Kurzzeit, Track-Team, Schritte nach vorne gemacht. Wir glauben, dass wir jetzt mit dieser Aneinanderbringung dieser beiden Teams, die Zusammenführung noch weiter in Richtung Olympia, in Richtung internationale Spitze uns entwickeln können, sehen das als ganz wichtigen Baustein an. Und ich hoffe, dass die nächsten Wochen und Monate schon erste Erfolge zeigen und wir uns auch ein Stück weit bestätigt sehen, dass es der richtige Weg ist. Es gibt mit Roger Kluge und Maximilian Levy zwei Aushängeschilder für den Radsport in Brandenburg. Sie haben es gerade gesagt, Sie wollen den Radsport in den nächsten Jahren, gerade auch bei Olympia, noch weiter nach vorne bringen. Wo sehen Sie denn den Radsport aus Brandenburg, zum Beispiel in London oder 4 Jahre später in Rio? Wie viele Starter oder sogar wie viele Medaillen sollen dann von Sportlern aus Ihrem Team geholt werden? Also wir wollen natürlich mindestens mit einer Medaille wieder zurückkommen. Gerade die beiden Beispiele, Roger Kluge, Maximilian Levy, zeigen, dass sie in unserer Struktur sich entwickeln können, dass sie wirklich gute Ansätze, gute Leistungen bringen. Es zeigt sich auch, dass nicht unbedingt der Weg bei uns in der Struktur dann stecken bleiben muss. Roger Kluge hat hier wirklich ein Paradebeispiel abgezeigt, aber er ist nach wie vor ein Brandenburger. Er fährt weiterhin auch für das Land Brandenburg. Und er ist einer der heißesten Medaillenkandidaten. Also wir hoffen natürlich, dass beide mit einer Medaille zurückkommen. Wir geben die Hoffnung auch nicht auf, dass der deutsche Vierer zumindest die Qualifikation noch schafft. Auch da werden wir noch stark vertreten sein. Und gerade das Track-Team ist ins Leben gerufen worden, um den Frauenausdauerbereich weiter zu unterstützen. Und da haben wir mit Madeleine Sandig und Stefanie Pohl zwei weitere heiße Eisen im Feuer. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch Sie in London wiedersehen. Vielen Dank, Herr Müller, für das Gespräch.